Moin, moin und willkommen zurück zu Let's Play Thief 4. Schwermut ist überall. Ja, letztes Mal sind wir hier bei diesem freundlichen Habt Typen ihr gewesen. etwas vergessen? Yeah, der völlig überteuerte Sachen hat Altern, Feuerpfeil 100. Und Breitkopf werde ich nicht brauchen. Ich glaube, die kosten normalerweise auch nur, weiß nicht, 20, 30? Meine. Eine wichtige Sache, wie teuer ist denn... Ach, den verkauft er gar nicht. Gut, vielleicht erst später. Es gibt nämlich noch einen Pfeil, den sehe ich jetzt hier gerade nicht. Seilpfeil für 75, ja, die werde ich wahrscheinlich noch mal brauchen. Das tut weh, erst zu sehen. Es gibt einen Pfeil, der kostet im normalen Modus schon 135 Gold. Hätte mich jetzt mal interessiert, wie teuer der hier ist. Schade. Zeit ist Geld. Verschwendet die meine nicht. Noch eine Nacht, noch ein Schwermut. Einer hat am Glockenturm Selbstgespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. So, ich wusste doch, hier liegt noch was. Nach den Hinrichtungen dieser Woche hat Baron Northcrest heute eine kurze Ansprache gehalten, die erste seit dem schockierenden Anschlag auf sein Leben. Die versammelte Menge war sichtlich bewegt vom Anblick unseres eisernen Anführers, der sich ebenso unzerstörbar zeigt wie das Metall, das diesem Namen zugrunde liegt. Obwohl die Ansprache des Barons mehrere Stunden kürzer war als sonst, versicherte er mit Nachdruck, dass seine Pläne für die Stadt klarer seien denn je. Und, ups, dieser Sprung immer nervt. Und dringlicher in ihrer Umsetzung. Ach, hätten doch die verhassten Verschwörer Zeugen dieses unbeugsamen Geistes sein können, nur um dann erneut hingerichtet zu werden. Leider war Lady Vivian, stets sehr beliebt bei der Bürgerschaft, erneut nicht anwesend. Die Prozession wurde deshalb bei ihrer Rückkehr über die gesamte Länge der Brücke jedoch nicht weniger umjubelt. Lady Vivian war, glaube ich, die Frau des Barons. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Das werden wir irgendwann vielleicht Wie noch ist es erfahren. ausgegangen? Ich kam ins Burg und ging nicht zurück. Machen wir was hier. Jede Nacht derselbe Albtraum. Seid ihr Wachen? Nee, ihr seid was anderes. Glaube ich. So, ja. Wir haben ja letztes Mal unseren neuen Auftrag bekommen, den wir heute auch angehen werden. Haben einige optionale Missionen erhalten. Die werde ich danach angehen. Vorher müssen wir noch eine Kleinigkeit machen. Und ja, das machen wir jetzt. Wir erfahren nämlich ein bisschen Story wieder mal und lernen eine interessante Person kennen. Auch hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Jetzt ist er hinüber. Nett, was man hier so alles erfährt. Diese Stadt ist echt am Arsch. Das kann man leider nicht anders sagen. Also, ne. Stone Market Friedhof. Es ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Klingt leider echt sehr danach. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Diese Dinger hier können wir zu uns mitnehmen, weil wir den Schraubenschlüssel haben. Das sind auch nur Sieh Sammlerstücke. an, was haben wir denn da? Kann man halt für viele Gebäude, hier städtische Denkmaltafeln, kann man diese Platten mitnehmen. Ja, falls es jemand interessiert, kann man sich das auch gut mal durchlesen. Ich weiß gar nicht, gab es hier noch irgendwas? Ja, was war da? Spähen. Achso, ja, wenn Kante da ist, kann man das mal machen. Was mir übrigens mal aufgefallen ist, ich habe jetzt die ersten Parts schon mal geschnitten. Ich habe die ganze Zeit vergessen, dass der Mauscursor im Video zu sehen ist. Eigentlich so ein typischer Anfängerfehler. Naja, jetzt sollte er nicht mehr zu sehen sein. Was haben wir hier? Schon wieder eine neue Zeitung. Es gibt 19 Zeitungen, wir werden einige doppelt finden, aber was soll's. In dieser Woche besuchte der Baron die kürzlich abgerissenen Kapellen in Dayport. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, schon bald zur Eröffnung der Fabrikgebäude zurückzukehren, die stattdessen errichtet werden sollen. Obschon einige Historiker das Vorgehen bedauern, waren doch alle einig darin, dass die Stadt in die Zukunft schauen muss. Die Gebäude mögen von historischer Bedeutung gewesen sein, erläuterte der Baron, aber sie mussten für unsere Zukunft Platz machen.
Der Baron ist der dritte Northcrest, der die Verehrung der alten Götter verbietet. Aber der erste, der noch darüber hinausgeht, der große Bergfried, wird am Ende Energie für das gesamte Viertel liefern. Der Bergfried, ja. Eigentlich ist das nur ein riesiger Turm. Oh, ein Schachbrett. Oh, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Schach. So, wir müssen hier runter. Friedhof. Betreten, ja. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert? Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Ein äußerst interessanter Charakter, wie ich finde, die Königin der Bettler. Aber gut, so, wir haben einen Fokusstein bekommen, oder Fokuspunkt, genau. Damit können wir uns eines dieser Upgrades hier kaufen. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich das am besten mache. Normalerweise hole ich mir immer sofort Intuition 1, haben wir sowieso schon. Ich hole mir normalerweise immer direkt Intuition 2, weil das nochmal hilft, Sammlerstücke zu finden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das wirklich lohnt, denn eigentlich wäre Effizienz vielleicht ein bisschen besser, da wir ja über den doppelten Verbrauch, glaube ich, haben. So schnell wie die weggeht, ist echt unnormal. Die ganze andere, die wir hier haben, lohnt sich nur mäßig. Geschicklichkeit, genau, kann man hier zum Beispiel mehrere Gegenstände gleichzeitig stehlen, per Taschendiebstahl, das ist manchmal vielleicht nützlich, aber ansonsten dauert es halt ein bisschen länger, komme ich auch mit klar. Scharfsinn habe ich offen gestanden noch nie benutzt, weil für diese Fähigkeit, glaube ich, muss die Fokussicht dauerhaft aktiv sein. Also nur wenn das aktiv ist, kann man Geräusche quasi visuell wahrnehmen. Das lohnt sich nicht wirklich. Kampf, ja, da ich ja nicht kämpfen will, ist das komplett nutzlos für mich. Tempo, interessant, habe ich glaube ich einmal schon gehabt, habe ich aber noch nie den Unterschied von bemerkt. Deswegen, ja, Effizienz, wie gesagt, ist eigentlich ziemlich nützlich. Scharfschütze, ist einmal auch nützlich, wenn man halt seine Gegner ausschalten will mit Pfeilen. Und es gibt einen Pfeil, den man dadurch ganz gut verschießen kann. Ansonsten weiß ich auch nicht wirklich, ob das so nützlich ist. Und Tarnung ist in der Theorie sehr interessant, weil man halt leiser ist, aber auch wieder so lange der Fokus aktiv ist. Und bei dem Verbrauch, den wir haben, lohnt sich das, glaube ich, nicht wirklich.
Deswegen Effizienz und Intuition wären das, was ich gerne hätte. Ich denke, ich nehme echt die Intuition. Achso, Fresche. So. Dann muss ich gucken. Ja, Upgrade vollständig. Dann würde ich als nächstes echt die Effizienz nehmen. Ist halt nützlich, damit ich die Sammlerstücke und so finde. Genau. Und Fokuspunkte können wir bei der Königin der Bettler kaufen. Wirklich? Irgendwo da. Da oben sitzt. Würde mich jetzt gerade interessieren, sind die auch teurer geworden? Willst du einer alten Frau Gesellschaft leisten? 150. Nee, das dürfte, glaube ich, noch der normale Preis sein. Die werden von jedem Fokuspunkt, den man kauft, wird teurer. Deswegen. Wir werden uns wiedersehen. Ja. Deswegen könnte eigentlich so passen. Also ich glaube, das ist noch der gleiche Preis. So, aber jetzt schon genug Zeit verschwindet, gehen wir mal zum Kapitel 2. Staub zu Staub. Danke, jetzt habe ich wieder Rammstein im Kopf. Glückwunsch. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl der Kralle, Aarons Sturz, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Alles hat sich verändert und nicht zum Besseren. Ganz schön knapp die Ladezeit, um das zu lesen. Naja. Passt schon. Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Ist begrenzt richtig. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Sehr schön. Bei allen toten Göttern. Yep. Und X was, genau. So, wir müssen einen Weg in die alte Gießerei finden. Erstmal, ich glaube, irgendwo, genau, irgendwo hier unten lag Beute. Ist ganz gut zu finden. Man sollte sich immer gut umgucken in diesem Spiel. Wenn ich das Gießerfieber bekomme. Ich habe einen Plan, wie ich hier vorgehe, zumindest teilweise. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Sieh zu und lerne. Genau. Wir haben eine Wache da vorne auf der Brücke, die geht immer die Brücke auf und ab. Eine Wache setzt sich jetzt da irgendwo hin und pennt und eine läuft hier, glaube ich, so ein bisschen Patrouille. Und ich habe die Hoffnung, da hinten ist übrigens ein Hund. Ich weiß nicht, kann ich den kurz... nee, ich sehe ihn gerade nicht. So. Ah, da hinten sieht man ihn. Geradeaus durch. Er wird sogar blau markiert. Mit den Hunden müssen wir aufpassen, die funktionieren genauso wie die Raben, aber bei denen ist es nicht mal nur die Bewegung, auch wenn wir einfach nur da stehen sehen, die bemerken die uns halt. Klingt doch relativ logisch, ein Hund würde uns ja riechen. So, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, ich würde das da gerne mitnehmen, da ist wahrscheinlich wieder nur ein Pfeil drin in der Truhe. Aber das wäre ja auch was, was ich gerne hätte. Wenn die Pfeile schon so teuer sind, muss ich alle mitnehmen, die ich kriegen kann. Was kommt als nächstes? Geh mal weiter, ich will sicher gehen hier, dass da nichts passiert. Noch gerne beklauen. Übrigens, da vorne sieht man das Schwarze auf dem Boden. Das ist eine Ölpfütze. Die kann man mit, schon wieder mit Feuerpfeilen zum Beispiel anzünden. Und ja, das würde dazu führen... Erstickungsfall, sehr gut. Würde dazu führen, dass man halt Wachen, die dann da durchlaufen, anzündet und die wahrscheinlich dabei draufgehen. Das ist also... Ja, es ist so eine Jägermethode vielleicht. Für uns wieder nicht sehr praktisch. Kann ich hier einfach runterrutschen? Dankeschön. So, ich kenne schon viele Abkürzungen und Tricks, die man nehmen kann. Deswegen weiß ich auch, dass hier hinten ein Weg ist. Ansonsten müsste man um die Wachen herum und durch ein Tor, was verschlossen ist. Da muss man also gucken, dass man das Schloss knackt. Recht schnell genug, bevor die Wachen ankommen. Hier können wir jetzt dieses Gitter dank des Schraubenschlüssels öffnen. Ich habe gesagt, der Schraubenschlüssel ist echt wichtig, gerade bei sowas. Hier liegt noch Beute.
Und jetzt... Moment. Hier bin ich. Oh, jetzt bin ich hier. Okay, man könnte auch andersrum gehen. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber der einfachere Weg ist vorne durch das Gitter. Und selbst wenn, hier muss man auch durch ein Gitter, also den Schraubenschlüssel braucht man für diesen Weg so oder so. Ich glaube, der Ausgang hinter uns ist jetzt höchstens noch gut, wenn man nochmal irgendwie die Wachen beklauen will. Geht das vielleicht einfacher? Liegt hier noch was rum? Nein, ich glaube nicht. So, was liegt da? Da liegt was. Eine Spritze. Okay. Wo ist mein Ausgang? Hier war er nicht. Ich kann ja hier aufstehen und laufen. Ach, da war's. So, genau, durch dieses Tor wären wir sonst gekommen, aber dann hätten wir uns halt mit den Wachen ein bisschen rumschlagen müssen, dass wir irgendwie um die herumkommen. Ist da oben irgendwas? Nö, hier oben scheint gar nichts zu sein. Okay. Ja, da liegt aber noch was. Eins. Und da kann man hoch. Diese Kratzspuren an Wänden bedeuten immer, da kann man hochklettern. So. Ja, eine Fabrik. Eine alte Gießerei halt, wie es schon gesagt wurde. Hier noch was? Aaron. Aaron. Bin ich krank? So, das hier ist Mohn. Genau, den habe ich ja schon mal erwähnt. Damit kann man seine Fokusenergie wiederherstellen. Ich werde so das Gefühl nicht los, dass ich den brauchen werde. Hier hat doch gerade genau was geglänzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den brauchen werden. Kann ich da mal... Achso, ich kann hier einfach drüber laufen. Und das da hinten übrigens. Moment. Hier wo, da war's. Da. Northcrest Manor. Von diesem Ufer des Flusses sieht es aus wie ein Mausoleum. Das Gebäude kennen wir ja, da waren wir schon mal. Sorry für den Schnitt. So, hier, das habe ich lange Zeit selbst nicht bemerkt. Irgendwie erst so beim dritten Mal, wo ich hier in diesem Kapitel war. Hier kann man hochklettern. Lup. So. Und dann kann man hier in das Gebäude rein, in diese Hütte. Dieses Geräusch bedeutet, man hat ein Geheimnis entdeckt. Ist eigentlich mal gut zu hören. Weil die Tür wieder mal, ja, Tür ist da, um Tür zu sein, die geht nie auf. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier mal Fokus... Da. Handabdrücke. Diese Handabdrücke bedeuten, dass hier in der Nähe ein Sammlerstück ist. In dem Fall ist es einfach... drin. Das nie. Ein Ring. Ich mit. In dem Fall ist es einfach Inhalt der Schublade. Und was ist das? Zum Kohleraumlager. Das ist unsere Glücksnacht. Sie sind einem der Feiglinge nach oben gefolgt und haben ein schönes Stück gefunden, das er gestohlen haben muss. Ich habe es auf die Rutsche im Kohlenraum gelegt. Ein guter Diebstahl verdient eine Wiederholung, findest du nicht? Wenn du das Ding versetzt, dann achte diesmal darauf, dass Perry jede einzelne Münze vorzählt. Das klingt auf jeden Fall nach einem Hinweis, wo ich noch eine Beute finden kann, wenn nicht sogar ein Sammelstück. Da kennt nicht auch noch was? Ja, da liegt was. Okay, sonst nichts. Das war's dann auch. Ja. Muss ich mal gucken. Irgendwie, ich weiß nicht, Kohlerutsche. Ich habe diese Notiz finden ist eine Sache, aber dann den Ort zu finden, wo man hin muss, ist immer noch so eine Sache. Und da bei dir. Ah, wunderbar, er springt so wirklich runter. Und jetzt schön diese Dinger. Da kann man nämlich auch hochklettern. Dann ist man sogar mal außerhalb der Ego-Perspektive. Wären sonst noch umständlich, glaube ich. Ah, da. Okay, geht. Das hört sich gerade ziemlich laut bei mir an. Nicht hier draußen, Spatzen. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt. Nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Karren drinnen ab und verschwindet nach Hause. Ab jetzt übernehmen wir. Ja, genau. Kommst du irgendwie hoch, oder? Ah, springen, okay. Zack. Das sieht ein bisschen aus wie eine Kohlenrutsche, hier ist aber nichts. Dadum, dadum, dadum. Huch, Licht? Von wo? Na, egal. Ist hier was? Nein, ist auch nichts. Da rein.
Mensch, Garrett, immer durch diese Lüftungsschächte kriechen. Komm ich da hoch? Ja, da komm ich hoch. Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Hoppala. Entschuldigung. Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? Ja. Tja, das war dann wohl die einzige Person, die wir in dieser Mission niederschlagen, hoffentlich zumindest. Also, ich sollte vermeiden, jetzt noch mehr niederzuschlagen, ne? Ich denke aber, das war's erstmal für heute. Das nächste Mal gucken wir uns dann hier genauer um. Wir sind jetzt zumindest schon mal in der Gießerei selbst. Gut, das ist ein Anfang. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Leiche finden. Wenn die hier alle hingebracht werden, könnte das eine Weile dauern. Aber gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.